komm, lad dich auf. Lad dich auf. Oh, es läuft richtig gut. Ja, sobald man ein, zwei Kniffe über den Boss raus hat, klappt das meistens schon viel besser. Stamina, Stamina. Einmal hauen. Einmal hauen. Hey. Oh. Zweihändig und gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Sehr schön. Jo, dafür fange ich mal ein. Das ist vollkommen okay. Schild. Oh. Ja, ja, Stamina. Ja, komm schon. Ich hätte auch irgendwie erwartet, dass er, wenn das erste Mal aufladen misslingt, dass das zweite dann schneller geht. Keine Ahnung warum. Es wäre eine schön fiese Taktik. Oh. Gleich habe ich dich. Okay, keine Zeit zum Wechseln, einfach hauen. Hauen, hauen. Sehr gut, es wird definitiv nicht schneller. Sonst hätte ich jetzt schon versagt. Oh, das sah neu aus. Trink. Irgendwie haut er durch meine Verteidigung öfters durch, gerade. Ich glaube, er merkt, dass er gleich kaputt ist. Jetzt nämlich. Ach, das Schwert. Das Schwert kennen wir noch. Auch wenn ich es einen Ticken größer in Erinnerung hatte. Und leuchtender und behaarter. Seele von Artorias. Gegenstände? Da. Opfer des Abgrunds. Die Seele des Ritters Artorias, der im Dienste von Fürst Gwyn stand und von dem Abgrund verschlungen wurde. Die Legende, der zufolge Artorias den Abgrund zurückgedrängt hat, ist nur zur Hälfte wahr. Es scheint, als wäre er besiegt und seine Ehre gerettet worden, und zwar vor einem unbekannten Helden, der der wahre Bezwinger des Abgrunds ist. Wir. Das ist schon wieder komisch bei den Beschreibungen von den Gegenständen. Manchmal ist sie aus unserer Gegenwart und blickt zurück. Manchmal ist es aus einer fernen Zukunft und blickt... Ah, stimmt, blickt auf uns wieder zurück, weil wir jetzt ja gerade in der Vergangenheit sind. Ah, okay. Macht sogar Sinn. 50.000 Seelen, ja. Juckt mich jetzt nicht so wirklich. Was haben wir hier? Kampf des Stoizismus. Duellruine. Teamruine. Ach, das sind PvP-Geschichten, die ich leider gerade nicht machen kann. Ja. Ist nicht aktiviert. Okay. Gut zu wissen. Was haben wir hier oben? Wahrscheinlich eine sehr schöne Aussicht. Oder eine Arena für einen Drachenkampf. Der kommt bestimmt auch noch bald. So, da ist tödlich. Ich höre Schwertschleiferei. Ein Schmied. Geschlossen. Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man mit dem PvP-Kämpfen irgendwelche Medaillen bekommt, dass man sich davon Schlüssel kaufen kann und dann hier zu einem besonderen Schmied kommt. War für uns jetzt erstmal uninteressant. Das heißt, wir gehen den ganzen Weg wieder runter. Und gehen dann den Hauptkorridor lang. Der da wäre... Hier. Und wir sind jetzt in den Ruinen, wo wir von oben rauf geguckt hatten, wo ich meinte, das wäre keine richtige Stadt. Oh, ein Leuchtfeuer, sehr schön. Wurde entzündet. Wurde aktiviert. Achso, wir können
Aufsteigen. Aufsteigen. Oh, wir können einmal aufsteigen. Ja. Stärke. Jo. Wären es jetzt 2 gewesen, hätte ich gesagt, komm, wir nehmen jetzt Decks für den Bogen. Aber bei 1, nö. Da wird's stärker. Ach. Du wurdest gerade von einem riesigen Ritter umgebracht. Oder einer deiner Kollegen. Nix. Nix. Ah, dem geht's nicht gut. Was zum Geier machen die da? Hallo? Gib ihm einfach immer weiter hauen. Hey, der lebt ja noch hinter uns. So. Ja, schön. Große Scherbe brauchen wir nicht mehr. Heilung bitte. Ah, da ist nichts. Hier ist wieder ein Fahrstuhl, den wir nicht benutzen können. Können wir wahrscheinlich später benutzen, sobald wir weiter unten angekommen sind. Oh. Ja, vorsichtig. Ah, wieder Heilung. Schön vorsichtig vortasten und wir haben noch einen langen Weg von uns. Da ganz rum, da hinten runter und dann wahrscheinlich über die Brücke auf die Seite. Um dann endgültig da unten, wo der Loot ist. Ich glaube, da wollen wir hin, in dem Gebäude. Darum. Ja, du bist nein. Wollte das Schild hochhalten. Aber so ist auch okay. Ja. Weg. Komm, mach deinen komischen Schattenblitz da. Ich hau dich jetzt um. Okay. Heilung. Diesmal auch gewollt. Und, oh. Kuckuck. Die überleben mit so einem Fitzel Lebenspunkt immer. Das ist ganz schön irritierend. Ritterseele. Okay. Darum. Was haben wir hier? Ist da was? Da könnte man taktisch runterspringen. Hier will ich nicht taktisch runterspringen. Da sterbe ich bestimmt. Gehen wir doch einmal den Weg lang. Hallo. Warum fällst du nicht? Also. Zwar nicht dahin, wo ich eigentlich wollte, dass du hinfällst, aber tot ist auch okay. Jo. Okay. Ich fühle mich irgendwie an Schandstadt erinnert mit dem ganzen Runterspringen. Weg. Loot? Nein. Da geht's wieder hoch. Nee, ich will nicht hoch. Ich will mich heilen, dann will ich gucken, was da unten ist. Weil wir müssen nach unten. Das hatte ich ja so festgelegt, zu diesem einen Gebäude da. Das heißt, wo wir nach unten gehen, ist eigentlich ziemlich egal, solange wir möglichst weit unten ankommen. Hey, hier hat jemand schon Kisten geplündert. Das finde ich aber nicht nett. Und die letzte Kiste, die wird bestimmt nicht geplündert, weil das eigentlich ein Mimik ist. Ah, okay. Weil eine finstere Kugel drin ist und die braucht bestimmt wieder Int. Jo. Eventuell Dark Souls 2 Magier. Das wäre mal was Interessantes anderes. Es gibt ja anscheinend selbst bei Dark Souls 1 schon ziemlich viele Zauber.
Die Zauberei des Abgrunds, entdeckt von einem Olakiel-Zauberer am Rande des Wahnsinns. Sie feuert eine riesige finstere Kugel. Im Gegensatz zu Standard-Seelenzauberei ist die Zauberei des Abgrunds gewichtig und fügt körperlichen Schaden zu. Vielleicht neigen menschliche Seelen aufgrund ihrer Menschlichkeit zu greifbarer Präsenz. Ich will haben. Darum tue ich weh. Nur das ist sehr menschlich, würde ich sagen. Aber das war hier rein optional und unten ist nicht immer gleich gut unten. Okay. Wo geht's denn zum guten unten? Oh. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du der einzige Verzeihungsmaske. Ja, es tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, vielleicht war das jetzt der einzige NPC hier in dem Gebiet, mit dem man reden konnte. Und ich habe ihn einfach gebacksteppt. Das tut mir leid, deswegen habe ich eine Verzeihungsmaske bekommen. Warte mal. Elite, Sonnenlicht, Helm. Das ist gar keine Maske. Okay. Da. In den Baum geschnitzte Gravur, Verzeihung. Ein von Gauk in Gefangenschaft aus einem Urbaum geschnitzte Maske. In jede Schnitzerei legte Gauk eine Emotion, was ihm dabei half, seine persönliche Erleuchtung zu gelangen. Wenn die Maske in ihrer Ruhe gestört wird, spricht sie und drückt die Emotion, die in ihr liegt, aus. Benutzen. Bist du jetzt ganz weg? Okay, das ist ebenfalls für PvP. Also für die Interaktion mit anderen Spielern. Wenn man jemanden umgebracht hat, dann sagt man I'm sorry. Weiß ja nicht. Aber es wird wahrscheinlich noch andere davon geben. Komme ich da rauf? Ja, sehr schön. Ich würde jetzt gerne bitte wieder zurück zum breitgetretenen Pfad. Ich glaube, der kam da lang. Einen breit getretenen Pfad, den man eigentlich hätte gehen sollen. Eine Heilung. Ich glaube, ich bin hier richtig. Das ist jetzt hier rum, hier hoch, hier hoch. Einmal um das ganze Gebäude rum. Ja, hier bin ich definitiv richtig. Okay. Da. Hier hätte man eigentlich aber nur die Treppe runterlaufen müssen. Wow. Sehr schmale Treppe runter. Eins, zwei, bist du ganz tot? Ja. Hier können wir bestimmt einen schönen Sprungangriff machen. Und bist du? Ja. Roll. Oh oh. Nicht runterfallen. Ich glaube, den kriege ich keinen Loot. Und ja, das ist die Priorität hier. Loot. So. Heilung. Ja, wenn er runtergefallen wäre, wo würde das Ding denn da landen? Hier oben? Sehr gut, Maske. Ja. Da ist wieder was geschrieben. Warte mal. Da muss irgendwo eine Treppe runter sein. Hier hinten. Jo, okay. Hops. Da nicht. Hier rum. Okay. Irgendwo dreht wieder einer von denen durch. Das wirst dann wohl du gewesen sein. Oder du. Und da hinten ist so ein Magier. Das ist jetzt nicht schön. Lauf mal ganz kurz hier um die Ecke. Danke. Heilst du dich? Was machen wir dann? Es war eine recht enge Plattform. Das Ding hier. Das heißt, Schild hoch könnte ein Problem sein. Ich glaube, ich roll mal. Jo, rollen ist eine gute Idee. Okay, da hat es nicht geklappt, aber ich wurde wenigstens nicht runtergeschubst. Und Heilzauber sind alle. Das ist jetzt ärgerlich.